Blumenthal liegt in Bremen-Nord. Es ist der nördlichste Stadtteil Bremens und besteht aus den Ortsteilen Rönnebeck, Lüssum-Bockhorn, Farge, Rekum und Blumenthal selbst. Die Ortsteile haben nicht viel miteinander gemein. Jeder hat seine ganz eigenen Merkmale. Verbunden werden die verschiedenen Ortsteile durch die Eisenbahn, die alle 30 Minuten vom Bahnhof Fegesack bis zur Endstation Farge fährt. Der Ortskern von Blumenthal hat zwei verschiedene Gesichter. Zum einen den Ortsmittelpunkt mit Ortsamt und Stadtbibliothek, auf der anderen Seite leerstehende Geschäfte, die man vor allem in der Mühlenstraße findet. Darunter auch die Wollkämmerei, die in den 50er Jahren noch bis zu 5000 Mitarbeiter beschäftigte. Direkt neben dem Bahnhof Blumenthal findet man das Haus Blumenthal. Die Burg wurde im 14. Jahrhundert erbaut und später von Bremen angekauft. Heute ist sie ein kultureller Treffpunkt mit Konzerten, Vorträgen, Ausstellungen und Theateraufführungen. Ein anderes Wahrzeichen des Stadtteils ist der 50 Meter hohe Wasserturm. Der Turm mit dem grün leuchtenden Kupferdach wurde 1928 gebaut. Früher versorgte er den Ort mit 300.000 Litern Wasser, heute befindet sich im Erdgeschoss ein Kindergarten. In Farge findet sich eins der eindrucksvollsten Gebäude Bremens, der U-Boot-Bunker Valentin. Er ist 33 Meter hoch, 426 Meter lang und 100 Meter breit. Der Bunker wurde von den Nationalsozialisten gebaut. 12.000 Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge mussten dem Größenwahn Gestalt geben. 2.000 von ihnen überlebten den Bau nicht. Ein U-Boot hat den Bunker jedoch nie verlassen, denn bei Kriegsende war er noch nicht komplett fertiggestellt. In der Bundesrepublik diente das Gebäude viele Jahre lang als Materiallager der Bundeswehr. 2011 soll es zu einer nationalen Gedenkstätte werden.